So, wir sind auf der Suche nach. Ich habe es vergessen. Fuck das haben. So. Auf der Suche nach Erlösung für ihn hier. Huch, du Arsch, du. Und gelootet haben wir ihn auch schnell. Neuer Assassinen. Na komm, du mir mal her. So, haben wir dich. Ich glaube, ich muss den Sonnenmann Tacken leiser stellen, weil der bricht mir hier gerade irgendwie alle Rekorde und ich habe ja keine Lust, dass der wieder so übersteuert wie beim letzten Mal. Darum probieren wir das hier einfach mal ein wenig ruhiger. So, den durchsuchen wir auch noch. 8 Dukaten, der hatte genau das gleiche dabei wie alle anderen auch. Und da haben wir Goldnuggets. Gib mir. Noch zwei. Kupfererz meine ich natürlich, kein Goldnugget. Hey, Kupfererz. Sehr schön. Hier haben wir noch so einen Flinkpilz. Teufeltut, meine ich auch. Und wir betreten die Kupfermine. Muss ich hier überhaupt rein? Ich habe jetzt selber gar nicht geschaut, ob ich hier rein musste. Ich bin jetzt einfach mal... ganz blöd gesagt, hier, ich gehe nochmal raus und schaue nochmal. Ups, Entschuldigung, jetzt hatte ich gerade ein kleines Aufstößerle. Ich gucke nochmal kurz, ob wir da wirklich hin müssen. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. So, Fahrt des Rahmens. Ja, das schaut gut aus. Da müssen wir wieder rein. Also zum dritten Mal den Ladebildschirm. Lade, lade, lade. Bildschirm. So, Spiel ist gespeichert. Huch, was ist das denn? Bist du ein Geist? Kann man dich töten? Du bist wohl kein Geist. Oh, hallo! Was zum Geier machst du denn hier unten? Raben. Ich habe einen Raben, kein Geier. Ich weiß auch nicht so recht. Nach dem Mondstein fragen gehen. Ich weiß auch nicht so recht. Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Na dann solltest du auf dem Absatz kehrt machen, denn hier unten ist es sehr gefährlich. Komm wieder, wenn du weißt, was du hier willst. Ja, jetzt tu nicht so. Ich weiß wohl. Oh, hallo! Was zum Geier machst du denn hier unten? Immer noch Rabe. Weißt du etwas über einen sogenannten Mondstein? Vor einigen Tagen hätte ich über diese Gute-Nacht-Geschichte noch laut gelacht. Aber unsere Grabemaschine hat eine Wand durchbrochen und dahinter ist eine seltsame Kammer zum Vorschein gekommen. Vielleicht ist es das, wonach du suchst. Du kannst einfach diesen Rohren folgen, sie werden dich hinführen. Aber sieh dich vor. Na okay. Na okay. So. Ich kann diesem Weg da folgen. Und wir decken hier gerade... Oh, Goldnugget! Ich muss mir... Noch einer! So. Wir werden reich. So reich, 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 reicher als du jemals sein wirst. Komische Minen am Weiter. Junger Wühler. Ein junger Wühler. Junger Wühler. Komm du mal her. Ha, ha. So, und mal ein Brötchen essen. Und noch eins essen wir. So. Junger Wühler durchsuchen. Fertigkeit, Tiere ausnehmen, nicht erlernt. Ach, verdammt. Moment mal. Ich glaube nämlich, wir haben wieder 20 Fertigkeitspunkte. Jetzt könnten wir... Sollen wir nochmal... sollen wir nochmal kurz zurückgehen und nochmal die anderen Skills lernen? Gerade Tiere ausweiden. Das würde uns halt echt viel Geld bringen wahrscheinlich, bevor wir die jetzt hier alle killen. Ich glaube, das mache ich jetzt nochmal ganz schnell. Bevor wir hier, bevor wir jetzt, ja, wisst ihr schon, ne? Bevor wir jetzt da alle abschlachten und gar nichts dafür bekommen, das ist ja sinnvoll, wenn wir die dann noch kurz ausweiden können. Darum gehe ich jetzt einfach mal zurück. Da haben wir wahrscheinlich wieder ein paar Assassinen, die uns... Keine Goldnuggets.
die uns dann wieder auf dem Weg lauern. Aber die leben ja nicht lange. Huch, ich glaube da... Ach nee, das waren die Schilder, die da gerade gesprochen haben. Ich muss aber sagen, so viel gibt dieses, dieses Erz da. Diese Erznuggets, wie auch immer. Ui, jetzt wird's wieder laut. Laut. Oh Gott. Aber diesmal geht's, ja. Ich habe ja den Ton ein bisschen runtergedreht, das ist dann schon ein bisschen angenehmer. So, ich glaube, hier müssen wir links. So, da müssen wir geradeaus und dann sind wir auch schon in der Stadt. Ja. Genau. Wobei ich natürlich auch... Ich bin ja auch dämlich. Ich habe mir die Minimap noch nicht angeschaut, aber wir können doch eigentlich auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, hier unten reingehen. Weil da standen ja auch Milizen. Ja, genau. Und dann ist das Sache nämlich ein bisschen... Dann müssen wir nur am Motor-Dingens hier vorbei. Ah, so. Scarlett. Willst du noch etwas üben? Wollen ist immer relativ. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. So, jetzt können wir hier nämlich Tiere ausweiden. Ja, bitte. Ich möchte Tiere ausweiden. Wir haben alles gelernt und können sogar noch den hier auch noch erlernen. Macht des Schwertes. So, das kann man sogar noch eine Stufe höher lernen scheinbar. Aber mehr haben wir gerade nicht. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal Tiere ausweiden. So, jetzt erlaubt das Spiel mir auch wieder richtig zu reden. Jetzt können wir auf jeden Fall Tiere ausweiden. Dann bekommen wir, glaube ich, auch wesentlich mehr Zeug raus, was wir verhökern können dann. Und das sorgt natürlich für bessere Waffen. Die Feuergraben. Und nochmal so ein Fliedertau. Wir haben so viel Fliedertau. Kupfermine. So, Kupfermine betreten. Jetzt werden sie abgeschlachtet und ausgeweidet. Dann wird das wesentlich schneller. Jetzt frag mich nicht nochmal, was ich hier unten will. Ich weiß, was ich hier unten will. Lass mich durch. Also, macht er sogar. Leider ist jetzt unser Viech weg. Ich versuche die ganze Zeit mit der Leertaste hier das. Junger Wühler. So, und jetzt machen wir Wühlerfell erhalten. Ja, das geht schnell, da brauchen wir auch keine Animation dafür. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Wenn das jetzt wieder so eine ewig lange Animation gewesen wäre, das finde ich immer ein bisschen nervig. Weil dann hast du irgendwie 20, 30 so welche erlegt und dann musst du da die ganze Kupfererz. Achso, tack. Guck mal an, mit der Steuerungstaste kann ich einfach so alles... Da ist noch ein Goldnugget. Können wir einfach alles so aufheben. Da haben wir hier noch irgendwo welche. Dann brauche ich nicht dauernd das Schwert wegstecken und wieder anziehen. Sondern nur, wenn ich mal Lust drauf habe. Aber hier ist nichts mehr dabei. Darum gehen wir jetzt mal darüber. Und haben hier nochmal so einen zockelnden Wühler. Den wir jetzt natürlich... Den wir jetzt natürlich auch noch hier schön sagen. Hier, komm. Autsch. Lass mich durch. So, junger Wühler. Wühlerfälle halten. Sehr schön. Hier ist es ein bisschen dunkel. Ich hoffe, man erkennt noch irgendwie was. Aber wir haben hier einfach nur, falls man hier nichts erkennt. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung ich muss, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt einfach mal nach rechts gelaufen, so intuitionmäßig. Das war wahrscheinlich komplett falsch. Hier geht es nochmal eine Abzweigung ab. Das ist natürlich auch sehr schön. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts weiter. Huch. So. Wühlerfälle halten. Sehr schön. Hier haben wir auch irgendwas Komisches. Da haben wir halt leider gleich drei und wir haben keinen Bogen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier einen Bogen gibt. Ich hoffe, es gibt hier Bögen. Ich stehe auf Bögen. Ja, komm. So, haben wir den auch.
Na komm her, na komm her. Einer von euch beiden, na komm. Jawohl. Du kommst mal her. So, junger Wühler durchsuchen. Aber nochmal ein Wühlerfell. Und jetzt, da kommt der letzte. Den greifen wir mal direkt an. Sehr schön. Auch von dir bekomme ich ein Wühlerfell. Jetzt haben wir, glaube ich, schon einige Wühlerfälle. Goldnugget! So viele, so viele. Und gibt hier das 2 Gold. Und hier ist auch noch einer. So, haben wir hier, habe ich hier irgendwo welche übersehen? Nein. Ich glaube nicht. So. Was haben wir da für ein komisches... Da ist die Maschine. Hey, ich bin sogar richtig gelaufen. Ich kann es nicht fassen. Ich schaue nur noch, ob hier Goldnuggets irgendwo rumliegen. Aber es scheint nicht so zu sein. Huch, was ist da? Imperiale Truhe durchsuchen. Verschlossen. Schade. Hier leuchtet irgendwas. Ich habe aber keine Ahnung, was es ist. Ich dachte, ich wäre hier richtig. Scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir mal zurück. Huch, da ist ja noch ein junger Wühler. Komm du nur her. Huch, nein, au. Ich sollte vielleicht das Schwert ziehen. So, junger Wühler und wir essen das letzte Brot. Und ich ziehe mir auch direkt mal was Neues hier in die Essensleiste. Wo war das denn? War das hier? Ja, das war hier. Was haben wir denn hier? 7 von den Fällen haben wir schon. Oha, und wir haben ein bisschen wenig Essen, muss ich mal dazu gestehen. Ich ziehe mir jetzt hier einfach mal ein bisschen mehr rein. Ne, das brauchen wir nicht. Hier, wie heißen die? Fliedertau. Das ist doch, Fliedertau ist genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Und den hier ziehen wir uns auch rein. Und dann haben wir doch noch hier den Pfad des Rabens. Den ziehe ich mir auf die 7. So, dann können wir hier nämlich essen. Und dann haben wir hier wieder volles Leben. So. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hin müssen. Oder was das hier darstellen soll. Soll ich erstmal oben rumgehen, oder? Warum ruckeln die denn so? Ich glaube, die Animationen werden umso ruckeliger, umso weiter die weg sind. So kommt es mir zumindest vor. Naja, mal gucken, mal gucken. So, jetzt gehen wir erstmal. Wollen wir hier weitergehen oder gehen wir hier zurück? Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, jetzt sind wir erstmal. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Venetica.